Ja, ist er nicht ein Süßer? Ja, ist er nicht ein Süßer? Unser Robby. Huch, da bist du ja. Hey, mein Kleiner. Na, na, na. Wen findet ihr besser, Leute? Den da? Oder den da? Das Original natürlich, ne? Jo, mein Kleiner. Alles gut? Vermisst dein Frauchen, ne? Frauchen nicht da. Aber wir packen jetzt was aus, habe ich gehört. Hast du Lust, was auszupacken? Wollen wir das da? Alles auspacken? Ja, machen wir das? Hey, meine Freunde, und herzlich willkommen zu unserem neuesten Geburtstagsvideo. Der Krado hat Geburtstag, wieder ein Jahr reifer, ein Jahr voller Erfahrung, ein Jahr voller... Ja, ich bin älter. Level up! Mit dabei natürlich die wunderschöne Kradoline, die ich auch diesmal gar nicht vergessen habe. Hi! Hallo! Und zusammen packen wir heute wieder was aus. In den letzten Jahren war es ja immer so, wir haben mit Wargaming zusammengearbeitet, mit dem Displayed haben wir auch Jahr für Jahr jetzt schon was auf die Beine gestellt, um euch das Ganze hier ein bisschen zu versüßen. Ich meine, eigentlich müsste ich ja Geschenke kriegen, aber ihr wisst ja, wie das hier läuft. Das ist für mich auch eine Möglichkeit, einfach mal Danke zu sagen an euch da draußen, die uns immer so extrem supporten, die unsere Videos gucken, unsere Streams gucken, uns irgendwie unterstützen. Und ja, macht mir natürlich auch Spaß, euch hier was Gutes zu tun. Gewinnspiele, Gewinnspiele. Signierte Displays könnt ihr gewinnen, wo wir mit einer wunderschönen Feder, die, nein, mit so einem kleinen Leuchte-Edding machen wir, schreiben wir dann noch schön Team Krado ruf. Und dann haben die eine ganz besondere Note. Jetzt gehen wir aber hier mal rüber, damit ihr überhaupt mal seht, worum es hier geht. Diese Displays alle, schwenk zu den Displays, diese ganzen Displays hier, meine Freunde, die könnt ihr alle gewinnen. Insgesamt sind das 11 Stück und ich werde mal ein paar davon jetzt auspacken und so euch einfach mal zeigen. Daher jetzt hier, zack, schon haben wir es ausgepackt. Die Bismarck bei Nacht. Natürlich ganz oben dabei das beliebteste World of Warships Display aus dem Display Shop. So viele von euch haben das schon gekauft, so viele wollen das haben und zwei von euch werden wir richtig glücklich machen. Kannst du ja mal ganz kurz im Detail so ein bisschen hier zeigen. Wir haben die Folie bei dem hier extra weggemacht. Keine Angst, wir packen das auch wieder ein. Frischhaltefolie wird liefern. Ein wunderschönes Display. Dann schwenk mal dahin. Schick, ne? Dann schwenk mal da beim Sofa bitte einmal entlang. So schön mit Weitwinkel. Mit dem kleinen Robby drauf. Das ist der kleine Robby. Oh mein Gott, das ist Robby, Robby. Ich bin gedacht, das ist Robby, Robby, Robby. Jo, mein Süßer. No! So, komm mal her, Robby. Mach mal hopp. Und mach mal Platz. Mach mal Platz, 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 Platz und bleib. So, jetzt gehen wir die hier mal kurz durch. So, meine Freunde, einmal haben wir hier die wunderschöne Bismarck bei Nacht. Das beliebteste Display, World of Warships Display auf der Shopseite. Viele von euch haben sich schon gekauft, einige von euch haben es auch schon gewonnen. Ich glaube, seit wir mit Display zusammenarbeiten und Gewinnspiele ab und an machen, war das immer dabei. Eins der begehrtesten überhaupt und was soll ich sagen, es sieht super geil aus. Unglaublich cool, hängt bei mir im Büro auch an der Wand, also wenn ich das Büro endlich mal fertig machen würde. Das ist wirklich auch eins meiner Favoriten, die Bismarck. Das nächste, meine Freunde, ist diese wunderschöne Flotte von deutschen Schiffen. Mit dabei Prinz Eugen oder Hipper, ich weiß es nicht ganz genau. Eine König ist hier irgendwo mit abgebildet und irgendwas. Da gehen wir am besten ins Detail. Das könnt ihr mir gleich mal schreiben. Welche deutschen Schiffe sehen wir da, meine Freunde? Welche haben wir hier? Hier finde ich besonders geil die Farbgebung von dem Wasser hier unten. Und der Adler natürlich im Hintergrund. Das sieht extrem cool aus. Wunderschönes Display. Das nächste, meine Freunde, die Yamato. Oh, tatsächlich, die Yamato schlechthin, T10 Japaner. Unglaublich geiles Bild. Vor allem so richtig schön in der Action hier angefangen. Hier direkt in der Drehung, hier sieht man es auch nochmal. Wie auch immer der in dem kleinen Radius hier gedreht hat, ich weiß es nicht, aber unglaublich cool. Da im Hintergrund bin ich, guck mal, da muss man ganz dicht dran, erkennt man sofort an dem Feuer. Da verbrenne ich nämlich gerade drüben. Schön, ne? Wie jeden Tag in World of Warships. Nee, unglaublich schön. Das ist auch eins der neueren Displays. Die gibt es noch nicht lang. Auf der Display-Seite selber, die World of Warships Displays,
hatten sie jahrelang immer die gleichen und das ist eins der wenigen, die noch hinzugekommen sind. Weiter geht's. Hier haben wir einen kompletten Flottenverbund. Hier kann man wirklich sagen, das, meine Freunde, symbolisiert eine Seeschlacht, wie wir sie haben in den Runden. Könnte aber auch einfach als Clan stehen, weil so steht es eigentlich auch auf der Warships-Display-Seite, dass das hier einen Clan darstellen soll. Finde ich sehr cool, muss ich sagen, eins meiner Lieblingsdisplays, weil wir so viele verschiedene dabei haben. Wir haben Kreuzer dabei, wir haben Zerstörer dabei, wir haben zum Glück keine Flugzeugträger dabei. Hoffe ich zumindest. Ne, ich sehe keine. Ein verdammt schickes Display, was so, wenn es irgendwo an der Hand an der Wand hängen würde, einfach bloß dynamisch und cool aussieht. An der Hand, wer kennt es nicht? An der Hand, wenn es hier an der Hand hängt. Ich hänge mir die auch immer an der Hand. So. Freunde, zu guter Letzt die Azuma mit Kirschblüten. Eins der wohl geilsten Bilder, die jemals für World of Warships entstanden sind. Ein unglaublich schönes Bild. Gibt es übrigens noch eine andere Variante mit einer Atago drauf, glaube ich. Aber leider nicht auf der Display-Seite. Nur habe ich irgendwo in meinem Warships-Ordner. Ich habe da schon Ordner mit über 10 GB an Grafiken und da ist das nämlich auch mit bei. Wunderschön anzusehen. Die Azuma an sich ja ein schönes Schiffchen. Das ist sogar unser Lieblingsdisplay. Ja, das stimmt. Weil hier vor allem auch so viel Platz ist zum Unterschreiben. Einer der Hauptgründe. Unglaublich schön. Hier, meine Freunde, übrigens noch ein Highlight. Wir haben noch ein 11. Display dieses Jahr zum Verlosen. Das Team Krado TK Logo Display. Ich habe die Grafik vom Logo hochgeladen bei Display, ein eigenes Display daraus gemacht. Und ihr habt die Möglichkeit, das zu gewinnen oder euch selber zu kaufen. Das kriegt ihr übrigens bloß über unseren Link. Anders kommt ihr da nicht ran, denn direkt in der Shopsuche taucht es leider nicht auf. Aber unglaublich cool, oder? Für wahre Fans, genau das Richtige. Und lustigerweise, einige von euch haben schon zu Hause hängen. Haben sie mir nämlich geschickt, ein paar Bilder davon. Super cool. Oh. Hey, meine Freunde. Ihr habt es mitbekommen, wir haben verdammt geile Displays für euch hier organisiert. In den nächsten Tagen hier auf YouTube wird es ein extra Video geben. Das geht nur ein paar Minuten. Da werde ich euch die Regeln erklären, wie ihr diese Displays oder einen Teil davon gewinnen könnt. Verdammt geile Sachen dabei. Eure Favoriten könnt ihr ja auch mal nennen, gerne auch unter das Video. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr einfach in die Kommentare jetzt mal schreiben. Herzlichen Glückwunsch, Krado, alles Gute zum Geburtstag und ey, gib mir ein Display! Irgendwie sowas, irgendwas Herzliches, Nettes würde ich begrüßen. Was denn? Sonnenbrille? Ach so, ich soll cool die Sonnenbrille wieder aufsetzen. Cool genug. So, meine Freunde, heute mal keine Outtakes, sondern mal ein bisschen Real Talk. Gut, vielleicht kommen noch ein paar kleine Outtakes. Vielleicht sehen wir auch den Robby nochmal. Auf jeden Fall wollte ich mich nochmal bedanken dafür, dass ihr das Ganze überhaupt ermöglicht. Ihr wisst, seit Januar bin ich in der Selbstständigkeit, arbeite von zu Hause aus und lebe so gesehen von Twitch und auch von YouTube. Durch euch da draußen wurde das Ganze ermöglicht und gibt mir die Möglichkeit, unglaublich viel Zeit in YouTube, in Twitch etc. zu stecken, um das alles hier noch zu optimieren, noch schöner zu machen. Und natürlich, um den Haushalt hier zu Hause gründlicher zu machen. Endlich Zeit, die Dusche sauber zu machen, ne Schatzi? So, natürlich Blödsinn, mache ich nach wie vor nicht. Vielen lieben Dank dafür. Ich kann mich gar nicht genug bedanken und ich weiß selber in so einem Video, wenn man einen hört, der 30.000 Mal Dank gesagt ist, es nervt irgendwann schon. Daher... Man kann es einfach nicht mehr hören. Schleimer. Herz geht raus an alle da draußen, die uns irgendwie unterstützen, die auch einfach unsere Videos gucken, die einfach uns cool finden. Dankeschön dafür, dass ihr das Ganze ermöglicht. Und das hier mit den Displays soll einfach mal ein riesen Dankeschön an euch da draußen sein. Die Verhandlungen werden auf Englisch geführt, damit mit der Display-Firma und. Der Versand, das fertig machen. Und da sind so viele Zwischenschritte, die ihr immer gar nicht seht, aber die wir gerne machen, um euch auf jeden Fall auch mal Danke zu sagen. Scheiße. Kannst du mal aufhören, mich zu filmen? Ich will das doch was auspacken. Hey Leute, das ist mein Happy Birthday Video. Alter.